Ich habe es heute Morgen kurz angeteasert und wir haben heute Morgen schon ein WhatsApp dazu. Vielleicht ganz kurz von dir eine Einschätzung zur Frage, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettengesetz und Taxonomie ja vereinfacht werden sollen. Was glaubst du, was auf uns zukommt? Ändert sich was? Weil hier warten alle so ein bisschen drauf. Mein Gott, jetzt gibt es wieder Änderungen. Was müssen wir jetzt ja anpassen? Ja, es wird zumindest, die EU ist da ja aktiv, ne, es wird zumindest der Prozess vereinfacht werden. Da ist man dran. Ich kann keine Entwarnung geben bezüglich der Inhalte, weil die sind ja noch gar nicht alle ausformuliert, ne, wie Biodiversität. Natürlich gibt es ein Dashboard auf EU-Ebene, aber steht da schon irgendwo wirklich drin, was da die Rahmenbedingungen sind, nicht. Also man bemüht sich, die Bürokratie an der Stelle abzubauen. Und ich kann alle verstehen, die sagen, boah, was muss ich jetzt für CSRD machen? Ja? Was brauche ich für eine EU-Taxonomie-Zertifikat, damit ich meine Gebäude verkaufen kann? Oder dieses nette CSDDD-Lieferkettengesetz. Das wird natürlich auch noch mal eine Herausforderung sein. Und wir sehen ja, dass diese EU-Direktiven dann auch in nationales Recht übersetzt werden müssen. Und diese Übersetzung trifft natürlich auch in Deutschland auf viele Gesetze, die schon existieren. Da muss eigentlich die nächste Hürde wieder genommen werden. Und was ich halt sehe in dem politischen Diskurs ist, dass wir immer so einen Schritt zu spät sind. Ja? Anstatt mal zu sagen, was kommt denn noch alles auf uns zu und lasst uns da ein Bild machen, wartet man immer ab, bis die nächste Direktive vor der Tür steht und dann fragt man sich, wo quetsche ich die jetzt noch rein? Ne? Aber es wird das Ja, zusammengefasst werden. aber letztendlich hat man ja dadurch, dass wir auch in den USA dann einen Regierungswechsel bekommen werden, das Gefühl, dass die Narrative sich umdrehen, dass durch diesen anderen politischen Background man meint, okay, wir gehen zurück zu den Fossilen, das ganze Thema Nachhaltigkeit fällt jetzt eh hinten runter, weil ja ganz große, Entscheidungsträger aus dem politischen Raum dem gar kein Gewicht beimessen. Warum wird es für unsere Branche trotzdem relevant bleiben? Ja, es wird ja viel berichtet in den Medien. Ja? Und ich sitze auch bei RICS im World Board und habe mit den fünf Weltregionen, mit denen man sich da beschäftigt, zu tun. Natürlich, Amerika hinkt aber schon seit Jahren hinterher in dem, was sie aus ESG-Sicht machen wollen. Ja? Wenn man da eine Ebene tiefer geht, also nicht auf USA gesamt, sondern auf Ebene der Bundesstaaten oder auf Ebene der Städte, dann muss man sich mal die Gesetze von New York oder San Francisco oder sonst wo angucken. Die sind schon ganz schön tough und haben keine so große Abweichung von